Gut, dann starten wir gern einfach einmal. Herzlich willkommen zu unserem kleinen Hangout im Rahmen der Studiwoche zu zentralen PartnerInnen, Studierende in der Beratung von Hochschulen. Wir heute hier im Team der Peer-to-Peer-Strategieberatung. Und wir würden euch jetzt nun gerne einfach einmal die Peer-to-Peer-Strategieberatung einfach grundsätzlich vorstellen. Das heißt einfach, Was sind die Kernelemente der Peer-to-Peer-Strategieberatung und dann natürlich auch einfach die Relevanz von Studierenden in der Peer-to-Peer-Beratung. Das heißt, wo werden Studierende eingebunden, also zum Beispiel eben in Form von studentischen Peers. Und dafür starten wir gerne direkt. Ich muss dann mal ein paar Folien kurz überspringen, damit wir zu unserem Punkt kommen können. Genau, die Peer-to-Peer-Strategieberatung. Die Peer-to-Peer-Strategieberatung gibt es schon seit 2017. Grundsätzlich ist das vom Hochschulforum Digitalisierung ein Entwicklungsinstrument für Hochschulen, die digitale Lehre in ihrer Institution stärken möchten. Das heißt, die jetzt im Rahmen des digitalen Wandels auch wirklich ganz konkret gesagt haben, okay, Digitalisierung in Studium und Lehre möchten wir verstärkt jetzt implementieren und strategisch eben verstärken. Grundsätzlich ist es pro Runde, also es gibt immer eine Runde pro Jahr und dort wird immer Hochschulen ermöglicht, eben ihre strategischen Ansätze und Maßnahmen, die aktuell schon laufen, die aber auch eben geplant sind, vor dem Hintergrund des digitalen Wandels mit hochschulinternen AkteurInnen, aber auch eben mit externen Expertinnen, die wir eben Peers nennen, deswegen auch die Peer-to-Peer-Strategieberatung, gemeinsam zu analysieren. Das heißt, es ist ein sehr starkes Austauschformat auch. Es richtet sich immer sehr individuell nach den Zielen der jeweiligen Hochschulen aus und ist deswegen auch ein sehr stark selbstgesteuerter Prozess mit den Hochschulen. Und wie bereits gesagt, soll unbedingt eben der Austausch gefördert werden zu strategischen Weiterentwicklungen von Digitalisierung in Studium und Lehre zwischen den Hochschulen. Das heißt, zum einen ist der Austausch intern mit den internen AkteurInnen, mit den Peers, aber auch unter den Hochschulen, die eben an dieser Peer-to-Peer-Beratung teilnehmen, gibt es einen starken Austausch. Ja, bisher haben schon einige Hochschulen an der Peer-to-Peer-Strategieberatung teilgenommen. Ihr seht das hier auf der Karte. Die blau unterlegten Namen sind jetzt die aus der Runde in diesem Jahr, also 2021-22. Und erstmals in diesem Jahr auch dabei ist ein Verbund, der Verbund Schleswig-Holstein, der von uns auch beraten wird. Ansonsten können in einem Jahr bzw. in einer Runde inzwischen bis zu 8 Hochschulen teilnehmen und Verbünde. Woraus besteht die Peer-to-Peer-Strategieberatung? Wie ist die zusammengesetzt? Ja, also es gibt unterschiedliche Meilensteine für die Peer-to-Peer-Beratung. Das heißt, im ersten Schritt bewirbt sich die Hochschule, wird dann durch ein Juryverfahren wird sie angenommen und dann entsteht ein Projektteam an der Hochschule, die dann einen Selbstbericht schreiben, also eine kleine Selbstreflexion der Hochschule, indem sie ihre Ist-Analyse vorstellen, also wie ist die Hochschule aktuell strategisch aufgestellt und dann im nächsten Schritt auch ihre Ziele eben formulieren. Dann gibt es einen Beratungsbesuch an den Hochschulen, wo dann eben die Peers, die Hochschulen und auch das Hochschulforum Digitalisierung mit ihrem kleinen Team vor Ort sind und sich eben austauschen in Form von Workshops und Gesprächsrunden. Und dann gibt es von den Peers und dem HFD zusammen einen Empfehlungsbericht, der eben anknüpft einmal an die Selbstreflexion der Hochschulen und dann an diese Beratungsbesuche. Bei diesen Beratungsbesuchen werden eben auch ganz speziell Studierende immer gerne eingebunden für diese Workshops, weil es natürlich für super viele Themen einfach relevant ist, die Studierendenstimme da eben auch einzubringen. Und dann auf Basis der Empfehlungsberichte stellt die Hochschule einen Actionplan auf, das heißt die Maßnahmen, die sie eben als nächstes umsetzen möchten. Und jetzt seit neuestem gibt es auch ein Alumni-Angebot. Das heißt, auch Hochschulen, die jetzt schon teilgenommen haben an der Peer-to-Peer-Strategieberatung und das ganze Prozedere schon durchgemacht haben, können jetzt im nächsten Schritt eben sich auch weiter vernetzen. Genau. Dann, ich habe jetzt ein bisschen umgeswitcht, eigentlich war das anders geplant, es tut mir sehr leid, Melanie, würde ich vielleicht für die studentischen Peers in der Beratung, ich hoffe, das ist in Ordnung, einfach an dich weitergeben.
Okay, gut. Oder du machst einfach weiter. Okay, sorry, dann mache ich einfach weiter. Dann kriegen wir das auch so ganz gut hin. Sorry für das Durcheinander. Genau, also Studentship Peers in der Peer-to-Peer-Beratung, es ist genau das Herzstück der Peer-to-Peer-Beratung ist eben die Arbeit mit diesen externen ExpertInnen. Und dazu gehören, also es sind immer Personen auch zum Beispiel aus Hochschulleitungen oder Supportangeboten, also eben aus der Hochschullandschaft. Und es ist auch immer ein studentischer Peer, eine studentische Peer dabei. Aufgabe der ExpertInnen in diesem Prozess ist eben, die eigenen Erfahrungen in diesen ganzen Prozess und in diesen ganzen Austausch mit einzubringen. Das heißt auch einfach ihre Perspektive immer sichtbar zu machen. Sie unterstützen dabei die zu beratende Institution und eben das auch hochschulinterne Projektteam in der Weiterentwicklung der eigenen Strategie. Und es ist einfach grundsätzlich immer ein sehr dialogisches Verfahren. Das heißt, es ist immer ein sehr starker Gesprächsaustausch einfach da. Man unterhält sich, man teilt eben Erfahrungen, man teilt aber auch Einschätzungen, Empfehlungen, und nähert sich so eben dieser Weiterentwicklung an und gibt dann auch Handlungsempfehlungen, erarbeitet gemeinsam eben solche Handlungsempfehlungen. Grundsätzlich ist für uns wichtig, dass ein paar Grundsätze für die Zusammenarbeit stehen. Es ist immer ein sehr individuelles Team natürlich, also es sind immer unterschiedliche Peers, die sind auch immer auf den Beratungsschwerpunkt der Hochschulen eben abgestimmt. Und trotzdem sollten Sie immer vor Augen haben, dass wir zum einen immer Vertraulichkeit sehr groß schreiben, das heißt, dass alles, was in der Peer-to-Peer-Strategieberatung passiert, ist einfach ein vertraulicher Prozess, sollte nicht nach außen gelangen, weil es einfach wirklich natürlich immer sehr hochschulspezifische Dinge sind und auch einfach manchmal Dinge sind, die eben vielleicht noch gar nicht nach außen kommuniziert werden sollen. Es ist immer ein Element der Fairness muss immer vorhanden sein. Also es sollte auch immer auf ein faires Niveau bei dem Austausch geachtet werden. Die Durchführbarkeit sollte gewährleistet werden. Das heißt, es soll auch immer in einem Rahmen sein, dass es auch wirklich umsetzbar ist für die Hochschulen, was da auch als Handlungsempfehlung zum Beispiel gegeben wird. Und auch die Qualität der Beratung sollte gewährleistet werden. Für den Austausch grundsätzlich möchten wir natürlich einfach immer eine Offenheit generieren für alle Inputs und Anmerkungen in der Diskussion und natürlich auch an vielen Stellen eben Gelassenheit. Also es soll auch einfach ein angenehmes Arbeitsverhältnis untereinander sein. Das ist so die Rolle der studentischen Peers in der Peer-to-Peer-Strategieberatung. Darüber hinaus ist es natürlich immer, wie gesagt, in den Workshops, in den Beratungstagen vor Ort werden immer Studierende eingebunden. Das heißt, dass hier auch oft direkte Gesprächsrunden sind, zum Beispiel auch ja, mit Hochschulleitung zum Beispiel, aber auch eben mit den Peers, wo direkt eben mit Studierenden gesprochen wird. Darüber hinaus dann halt immer, wenn es spezifisch zu Schwerpunktthemen Diskussionen gibt, beziehungsweise Workshops gibt, soll hier auch immer, sollten hier studentische VertreterInnen eben auch dabei sein und hier eben auch die studentische Perspektive darbieten. In diesem Hangout hier möchten wir jetzt einfach gerne mit euch darüber sprechen, was überhaupt Punkte wären, wo sich Studierende eben einbringen können, was vielleicht Elemente gerade hinsichtlich Strategie in Digitalisierung in Studium und Lehre sind, die für Studierende relevant sind. Das heißt, überhaupt, welche Aspekte sind da relevant? Und dann vielleicht einfach gucken, wie Studierende eben eingebunden werden können in diesem Prozess und was da eben relevant ist. Und